Nach dem 2:3 gegen den SK Sturm Graz war für Admira-Akteur Stefan Zierls der Schuldige schnell gefunden. Für den 27-Jährigen trägt sein Mitspieler Marin Jakules, der innerhalb von einer Minute 2 gelbe Karten sah und mit Gelb-Rot vom Platz flog, die Hauptverantwortung für die Niederlage. Dümmer geht es nicht, schimpfte Zierls nach Spielende ins Sky-Mikrofon. Bis auf die ersten 20 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten die Partie gewonnen. Durch diese unfassbar dumme Aktion hat Sturm wieder ins Spiel gefunden, auch sein Trainer Ernst Baumeister sah den Platzverweis als Knackpunkt der Partie, heute war das ein Selbstfaller. Die ersten 25 Minuten waren wir zu passiv. Nach dem Ausgleich sind wir besser ins Spiel gekommen. Es war ein offenes Match, in dem wir phasenweise sogar besser waren. Ohne den Ausschluss hätten wir nicht verloren. Das Verhalten von Jakulis ist nicht entschuldbar. Werbung, Werbung.